So, jetzt erweitern wir mal. Ach stimmt, wir haben ja die Ikaria, Rheinmetall und Mauser, ne? Ja, genau, da war ja was. To battle. Geil. Das ist die eine neue Map, ne? Wie vor von Berlin, nur anders. Ja, und eben als Sturmangriff. Ja. Heißt was? Ja, schnell fliegen, klar. Weiß ich auch nicht. Wer mein da wohl gleich stehen. Eben. Ich starte mit P400. Ne, P40 E1. Ja, ist besser. P63 A5. King Cobra. Jai. Ach so, der Kram. Das hatten wir aber schon mal, meine ich. Ja, selbe Map, glaube ich sogar. Vielleicht nicht unbedingt im Winter, aber selbe Map. I believe this to be true. But I'm not sure. Und ich kann nicht steigen. Als hin wirft mein Cockpit jetzt in Schatten. Das sieht sehr interessant aus. Ja, du bist da auch in der P40. Ja, aber mein Cockpit wirft echt einen Schatten auf den Flügel. Das habe ich bisher noch nicht. Der Lack sieht sehr rau aus. Weil das ganze Flugzeug nicht glatt ist. Schon, aber das war vorher nicht so. Haben die da... Das ist die Dagor 4 Engine immer noch. Ja, okay. Hätte sein können, dass sie neue UV-Maps oder so reingebracht haben. Nee, die Sonne steht ein bisschen schräg auch. Ach so. Die steht eigentlich verdammt schräg. Achtung, da kommen Gegner von der Seite. Okay, ja. Ja, ich habe eher die Mäh, die da auf mich zieht. Ja, Gegner von der Seite, egal. Erstmal reinheizen. Ah, ich habe sie nicht getroffen, ich bin tot. Erst ging schnell. Ja, warum wohl? Eine Mäh. Ja, klar. Beowulf, ja! Das Problem ist, bei diesen scheiß Mähs oder so will ich auch immer nicht ausweichen. Eigentlich noch ein paar Schüsse abwerfen und dann sofort ausweichen, aber das will ich einfach nicht, weil ich denke, ich treffe die immer noch. Häufig genug klappt das auch, aber manchmal dann eben nicht und dann bin ich genervt. Jo, hab ich halt auch gesehen. Naja, wenigstens war ich schon Ace. Da habe ich dann eh nichts dran. Haha, die Mähe zieht wieder auf mich, denk die. Krass, und die trifft mich auch schon wieder. Hat's ja gedacht. Ach, die ist dieser Mähe, die mich runtergeholt hat. Sieh mal eine an. Der Kerl ist sehr aggressiv. Ich merk's, aber er ist jetzt weg. Nee, er lebt noch. Nein, tut er nicht. Hab ich für gesorgt. Mit meiner P400. Okay. Wow. Ich glaube, wir verlieren. Glaubst du das? Ja. Warum ist dann Gegner hinter uns? Was macht der Alex M2 da? Ich hab jetzt einfach AFK, der fliegt immer weiter raus. Achso, okay, dann. Der ist auch schneller als ich, also ignoriere ich ihn einfach mal. Nicht carrieren. Carrieren, was? Aha. Englisch, Deutsch. Der Kerl hat schon 5 Kills einfach, also der ist echt gut. Ach was? Ist ja auch eine Mäh. Ja, mit einer Mäh 5 Kills machen ist nicht schwer. Das kriege ich auch teilweise in einer Minute hin. Ja, ja, aber mit einer Mäh in einer reinen Sturmangriffsmap gut auszuweichen anderen Leuten, das ist nicht so. Ruine hier an. Süß. Dich oder? Nee, also du. Ich hab nicht gehört, was du gesagt hast, ganz. H51 habe ich gesagt. Ah, okay, ich habe verstanden, ohne He jagt dich. Warum auch immer. 51 jagt dich, ja gut, kann man irgendwie. Ja, wenn man gerade selber schießt, dann. Wenn man mir nicht zuhört, dann kann man das schon verstehen, ja.
Der Feind hat die Initiative! Gibt es überhaupt Hs, die momentan gefährlich werden können? Kenn ich, ne? Die 111 vielleicht. 112 meinst du, 111 ist ja nach der Bomber. Ja, genau. Wir sind immer noch, so haben wir über die 111 noch nicht gesprochen. Doch, weil du eigentlich jedes Mal, wenn du die 112 meinst, 111 sagst. Emmy neu? Ah, goddammit. Natürlich habe ich irgend so einen geilen Kackkerl am Arsch. Stück weit hinter denen. Wen genau habe ich denn am Arsch? Sehe ich nicht. Ach, da eine 109, glaube ich. Dreht aber jetzt ab, wenn es die ist. Ja, der versucht mich zu kriegen. Ja, ich. Warte noch 5 Kilometer, dann kann ich dir vielleicht helfen. Na, zu spät, der hat mich jetzt garantiert. Auf jeden Fall ist er hinter mir und ich kriege ihn nicht abgeschüttelt. Ja, doch. Irgendwie. Der ist über mir irgendwie. Ja. Will ich etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Die ist wieder irgendwie hinter mir oder so. Ja, der weiß nicht, der fliegt irgendwie Schleifen. Sehr komische Taktik. Das ist eigentlich eine sehr gute Taktik. Ja, weil ich nicht treffen kann. Und da kommt der Superkerl. Und da kommt noch jemand. Ja, geil, ja komm. So, also die 109 ist schon mal weg. Ja, und ich bin gleich tot. Weil ich an keinen mehr rankomme. Ich kann keinen mehr anwandern. Ja, das war's. Da waren so viele und einfach keiner war irgendwie so geflogen, dass man ihn auf ansatzweise hätte treffen können. Er wird dann gleich in die Luft gehen. Ich. Ist du doch schon. Außerdem ist das ein Spruch, der mit Rauchen zu tun hat, sonst ist scheiße. Ey, Werbung, und Werbung und so weiter. Haben wir eben noch drüber gesprochen gehabt. Wie Werbung, Werbung. Ich weiß den Spruch einfach nur, weil das ein Aufkleber an einem unserer Schränke ist. Ja, HB-Männchen. Und vorhin hat man noch über Costa gesprochen. Du erinnerst dich möglicherweise. Ach, glaub mir, erinnern tue ich mich an den gut. Gebe mir gerade größte Mühe, da hinten die eine 411 abzuschlachten, aber wahrscheinlich weiß die genau, wie man mir ausweicht. Ja, und sie tut's schon. Immer diese Kacknasen, die versuchen zu diven. Wo hast du denn 911 bei dir? Wow, das war nicht schlecht. Das wird knapp. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur
Das Schlimmste ist, ich habe ja sogar die ganze Zeit getroffen, meine Fresse, ne? Wow. Das war mal echt scheiße. Jo.